Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autofuri.de. Wir sind bereits in voller Fahrt und zwar mit dem neuen Focus RS, den wir heute testen. Und ich nehme euch mit. Fabian, ja. Erster Eindruck. Also ich glaube, wenn wir nicht in Kolonne fahren würden, wäre das sehr viel Spaß. Ja. Das war Patrick Simon, der Instruktor. Ja, das Teil macht sehr viel Spaß. Mir gefällt beim Fiesta ja das Preis-Leistungs-Verhältnis so extrem gut. Focus war irgendwie nie so 100% meins, muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Aber jetzt, der S macht schon Spaß. Allerdings mit anderen Reifen, und zwar Semislicks diesmal. Und wie das so ist mit dem Regen, macht mir Regen immer mega Sorgen für Film. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das noch schön auf die Kette kriegen. Hallo und herzlich willkommen bei der Talkrunde. Ich bin Patrick Simon. Vlog Eintrag 237-4. Sternflotte, Sternzeit 2016. Fabi und ich, wir haben ein Problem. Warte, anders. Hallo, ich bin die Larissa und ich habe ein Problem. Hallo, ich bin der Fabi und ich habe wahrscheinlich dasselbe Problem. Es regnet! Es regnet. Und nicht wenig. Also richtig fette, dicke Tropfen. Dass zum Beispiel die Runde mit dem Semislick eigentlich... Es war eigentlich... Nein. So, da der Regen nicht nachlässt und das Ganze auch immer nur noch nasser und nasser wird, haben wir uns jetzt überlegt, den Hangar, der hier zur Verfügung steht, zu nutzen. Der ist sehr, sehr dunkel und das ist das einzige Problem, was wir damit eigentlich haben. Wir probieren es jetzt mal. Wir müssen es heute fertig kriegen. Die Aufnahmen haben gar nicht so schlecht funktioniert, hä? Trotz Scheißwetter, also der Hangar hat gut funktioniert. Aber das ist echt immer so überlebenswichtig für uns. Ich glaube für alle Filmteams, dass man irgendwie ein trockenes Plätzchen hat. Man kann sich sonst ganz schnell seine Ausrüstung ruinieren, was bei Fabian schon zweimal vorgekommen ist. Reicht dann auch, oder? Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja, alles für den Dackel, alles für den Club. Fabian fährt jetzt kurz vorbei. Versuche ein bisschen Footage selber zu machen. Das ist immer ganz schön, so ein paar Vorbeifahrten selber zu haben. Aber es ist hier ein bisschen tricky. Hier gibt es auch keine geraden oder super Stellen, wo man sich hinstellen könnte, ohne wieder volle Kanne im Regen zu stehen. Und das Hotel heißt Dollenberg Schwarzwald Resort. Da habe ich es abgelesen. Ich bin mal ganz strebermäßig. Und das Zimmer ist einfach mal total überwältigend. Ich zeige es euch einfach mal direkt. Wenn man reinkommt, hat man hier schon einen Essbereich, wo ein kleines Obsttellerchen und so auf einen wartet. Und
Fernseher Nummer 1. Kurz um die Ecke hängt dann auch noch eine Garderobe. Hier drin ist dann ein begehbarer Kleiderschrank. Den nutze ich jetzt wahrscheinlich nicht für einen Tag, aber whatever. Und dann geht man hier so lange und ich dachte, ich spinne. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Gästeklo. Es geht noch weiter. Badezimmer mit, ich nenne es mal Jacuzzi und Dusche. Draußen, alles, was ich hier ablaufe, separat noch eine Terrasse. Hier der Schlafbereich mit Fernseher Nummer 2. Der fährt hier so ganz Remington-Stil-mäßig raus. Und dann haben wir noch eine Art Wohnzimmer. Wie gesagt, parallel. Terrasse läuft überall lang. Mit Fernsehen Nummer 3. Und einem echt coolen Ausblick. Warte, ich zeig's euch. Da. Einem echt coolen Ausblick. Ich habe doch tatsächlich Fernsehen Nummer 4 vergessen. Schon Mannheim. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden. Gestern Abend hat der Abend nach dem Dinner, was übrigens ein Sterne-Dinner war, beziehungsweise eine Sterne-Küche, ja, für uns glaube ich so um 12 Uhr geendet im Endeffekt. Und um 6.15 Uhr ging jetzt unser Shuttle zum Zug in Baden-Baden. Den ersten ICE haben wir dann jetzt auch schon genommen, sind mittlerweile in Mannheim. Und von Mannheim geht es dann nach Essen. Weißt du Bescheid? Was? Ich versuche das mal zu. Monheim heißt es hier. Monheim. Ist das richtig? Eigentlich wäre das Event jetzt auch noch einen Tag länger gegangen. Aber ja, ich springe die Pläne und musste schon, bevor wir die Einladung überhaupt bekommen haben, heute Mittag zum wichtigen Termin. Die kann ich auch nicht verschieben. Und darum muss dann 6 Uhr los.